Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Mein Name ist Laura und ich möchte euch heute mal den BeSafe Easy Plus vorstellen. Der Easy Plus ist ein Sitz, der rein rückwärtsgerichtet zu verwenden ist und in den Gruppen 0-1-2. Das heißt, ab 0 Kilo bis 25 Kilo. Also er nimmt diese drei Gruppen mit, also von 0 bis 13, von 9 bis 18 und dann eben 15 bis 25. Alles das kann der Easy Plus. Dafür hat er auch ordentlich viel Beinfreiheit und nimmt im Auto ein bisschen mehr Platz ein, gibt aber dem Kind eben auch ordentlich viel Platz. Der Easy Plus hat hier vorne diesen Überrollbügel oder Anti-Rückschlagbügel, sodass er nicht zum Sitz hinkippen kann. Hier unten ist die Gurtführung, das seht ihr dann nachher genauer beim Einbau. Dann gibt es hier hinten noch einen Standfuß, der dann nach unten ausgeklappt wird und sich zum Fahrzeugboden hin abstützt. Und hier an diesen beiden Schnallen werden Spanngurte befestigt, die von unten kommen. Das zeige ich später auch beim Einbau nochmal genauer. Hier hinten findet ihr außerdem, falls ihr nach dem Auspacken suchen solltet, die Anleitung und auch die Typenliste. Die kann man da auch einfach lassen, dann ist sie eben immer griffbereit. Der Easy Plus hat hier einen 5-Punkt-Gurt. Hier unten in dieser kleinen Kappe ist der Knopf, den man drücken kann. Dann kann man den Gurt verlängern. Ganz normal, Gurtschloss geht hier auf. Das Schöne ist, man kann hier neben die Magneten festmachen. Und dann kann man das Kind so rein- und rausnehmen, ohne dass hier viel im Weg ist. Es gibt hier noch ein Einlegekissen, so ein Sitzverkleinerer, der ist dabei. Der Sitz ist ungefähr nutzbar ab 6 Monaten, also man kann ihn nicht wirklich ab Geburt nutzen. Wenn man ihn ab 6 Monate nutzen möchte, dann eben in einer der geneigteren Positionen. Dann gibt es hier unten einen Griff, mit dem man den Sitz neigen kann. Und dann legt man noch ein Einlegekissen ein. Das sieht so aus und ist getrennt erhältlich. Wenn ich das jetzt hier reinlege, dann wird der Sitzwinkel so ein bisschen abgeflacht. Das Kind sitzt nicht ganz so aufrecht, was für Kinder, die noch nicht sitzen können, einfach mehr Last vom Rücken nimmt. Dieser Sitzverkleinerer ist immer dabei, der kann am Anfang genutzt werden, einfach so lange, wie man sieht, mit Sitzverkleinerer ist die Gurtführung besser, das Gurtschloss sitzt gut und wenn man irgendwann merkt, das Kind sitzt zu hoch, dann kann man den einfach rausnehmen und hat dann hier den Sitz so. Hier hinten ist ein Griff und mit dem Griff kann ich also die Kopfstütze ganz nach oben ausfahren. Jetzt sieht man, dass hier eine ganz ordentliche Rückenlänge ist, das unterscheidet den Plus vom Kombi, der hat einfach nochmal eine bisschen längere Rückenlänge. Also abgesehen von verschiedenen Unterschieden beim Einbau ist es eben diese längere Nutzungsdauer, die den Plus auszeichnet. So. Dann ganz normal, Gurtschloss wird geschlossen. Beckengurt immer straffen, indem man hier nach oben zieht. Ein bisschen nachruckelt. Und dann ist das soweit fertig. Die Kopfstütze habe ich jetzt eben hoch gemacht. Da gibt es ganz viele kleine Einstellungen, sodass man immer gucken kann, dass der Gurt auf Schulterhöhe ist. Jetzt zeige ich euch den Easy Plus mal im Einbau. Hierzu ist wichtig zu wissen, beim Easy Plus gibt es Spanngurte, die eben hier hinten dran befestigt werden. Für viele ist das sehr abschreckend. Die denken irgendwie, ah, Spanngurte und muss man irgendwie im Auto installieren. Das ist aber kein großes Problem. Das ist also so ein Spanngurt. Und der wird einfach irgendwo drum gemacht, das heißt, um das Gelenk, wenn man das jetzt hier zwischen Sitzpolster und Sitzlehne durchsteckt, also hier, dann kann das hier um das Gelenk gehen, das kann um die Gleitschienen des Vordersitzes gehen, eigentlich um alles, was man findet, was stabil genug ist. Und es darf keine Stange sein, also es müssen zwei einzelne Verankerungspunkte sein, dass diese Gurte nicht zusammenrutschen können. Dann habe ich hier eine Schlaufe und hier eben das Gegenstück, dann wird das einfach um was drumherum gemacht. Das wird hier reingesteckt, wird festgezogen und dann ist der Gurt fest. Das ist das, was man macht. Wenn man jetzt regelmäßig zwischen zwei Autos wechselt, kann man diese Gurte doppelt kaufen. Wenn man gelegentlich wechselt, dann ist das wirklich keine große Sache, diese Gurte auch mitzuwechseln. Bei uns hier habe ich die jetzt schon festgemacht, damit man das einfach gleich ein bisschen schneller sehen kann. Wenn man den Easy Plus ins Auto stellt, dann empfiehlt es sich immer mit diesem Überrollbügel voran, damit man dann hier hinten diesen Fuß noch ausklappen kann, denn das ist im Auto meistens nicht möglich, weil da vorne der Beifahrersitz kommt. Dann ist der ausgeklappt, man sieht hier
dieses grüne Etikett, das heißt, okay, so funktioniert, so kann man fahren. Dann wird als allererstes angeschnallt. Dafür braucht man einen recht langen Gurt, deswegen ist es auch wichtig, auf die Typenliste zu gucken. Weil das heißt, das hat jemand ausprobiert und die Befestigung funktioniert. Also der Stützfuß steht auf und der Gurt ist lang genug. Die Befestigung ist möglich, dafür ist die Typenliste da. Dann mache ich diesen Gurt und dieses Hörnchen auf meiner Seite und das Metallhörnchen wieder hier rum knüppeln ein. Also ich habe jetzt um drei Hörnchen bei mir. Dieses kleine Metallhörnchen und das hier. Das ist eher ein Haken, ein Metallhaken. Dann kann ich das festziehen. Je fester ich das jetzt schon ziehe, desto weniger rutscht der Sitz gleich beim Nachstraffen ins Auto. Und dann geht es wieder retour. Also einfach hier um das Hörnchen, hier um den Haken, hier um das Hörnchen. Gucken, dass alles sitzt, Timer festziehen. Und dann gibt es hier unten eine Ratsche. Diese Ratsche, wenn ich die betätige, man hört es jetzt knackern, dann fährt sich dieser Bügel aus. Und der strafft somit hier den Gurt nach und drückt diesen Bügel in den Sitz. Das muss man einfach so machen, dass es fest ist und nicht, bis es jetzt gar nicht mehr geht. Und dann gibt es hier noch so eine Klemme. Das ist so ein bisschen wie so ein Tütenclip, wird bei ziemlich vielen Firmen benutzt. Der kommt am Schluss nochmal um den Gurt. Hier ist auch ein Bildchen drauf, dass man diese zwei Gurtteile nochmal zusammenklicken soll. Das heißt, der wird einfach hier drum gemacht und wird dann festgedrückt. Dann steht der Sitz eigentlich schon mal relativ fest, wie man sieht. Aber es geht trotzdem noch weiter. Es gibt den Fuß. Der wird also nach unten ausgefahren. Und bei dem Fuß ist es auch so, dass es Indikatoren gibt, die sieht man jetzt hier nicht, aber wenn ihr den Sitz bei euch zu Hause habt, dann seht ihr das. Denn der Fuß richtig unten aufsteht, dann gibt es da ein grünes Anzeigefenster. Und dann habe ich hier die beiden Spanngurte, die ich bei mir im Fußraum installiert habe, die ich einfach hier hinten einknicke. Mach zweimal Klack. Und dann kann ich das festziehen. Wenn ich jetzt möchte, dass der Sitz weiter geneigt ist, dann kann man auch den Fuß nochmal lösen, die Gurte noch ein bisschen fester ziehen. Da muss man einfach gucken, wie man am besten auskommt. Man sieht jetzt, dass der hier schon eine ganz schöne Neigungsposition hat. Eine gute Ruheposition, die kann man hier in mehreren Stufen auch verstellen. Zum Einbau muss man den Sitz ohnehin immer hoch machen, dass man hier unten durchkommt. Und so ist der Sitz dann fester eingebaut. Zum Testen bitte nicht hier am Styropor wackeln, nicht an der Kopfstütze, sondern irgendwo hier unten an der Basis kann man wackeln. Dann sieht man, der wackelt jetzt, weil unser Sitz natürlich nicht fest im Auto eingebaut ist, aber an sich steht der bombenfest. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr euch melden unter info@zwergperten.de oder ihr schaut mal bei uns im Onlineshop rein unter www.zwergpertenshop.de.